Wir spielen heute eine Runde, wenn ich du wäre, mit unseren Special Guests. Levin Ray, Simon Will, let's go. Levin, wenn ich du wäre, dann würde ich jetzt diese Musikbox in meine Tasche reinstecken. Ich werde ein paar Furz-Sounds abspielen. Und du stellst dich einfach immer in die Mitte von irgendjemandem rein. Steiler Schade. Das wird super peinlich. Hört man's? Ja? Okay. Ich hab den ersten. Warum sind solche Sachen aber die witzigsten? Warte mal, hier. Der hier, der ist schon assi. Der erste? Ja, der erste ist assi. Werbung, jetzt hat er Werbung. Der geht einfach weg. Warum ist das so witzig? Bro, Bruder, da kommt Musik. Warum kommt Musik? Ja, die scheiß Werbung. Wie geht diese Werbung weg? Wie Haschigo. Warte. Drück. Warte. Nein. Es kam schon wieder Musik. Ja, das ist immer dieses Dreckswärme kommt. Warum mach ich das? Okay, jetzt. Die Leute gesehen, die haben sich die ganze Zeit von mir entfernt. Ey, das kommt zurück, Rick. Ja. Ich würde sagen, wenn ich du wäre, würde ich jetzt in einen Laden reingehen, am besten so einen Burgerladen, irgendwas bestellen, essen, aber dann vorgehen, wo alle Leute stehen und rumschreien, wer hat diesen Burger gemacht? Wer hat diesen Burger gemacht? Und wenn es dann ganz ruhig ist in diesem Laden, dann sagst du, das schmeckt fantastisch! Scheiße. Hier sind noch genug Leute? Ja. No. Ich bin gespannt, ob er es durchzieht. Ich bin vor allem gespannt, halt, wie die Leute reagieren. Also je nachdem, wie glaubwürdig ich es rüberbringe. Hi, ich hätte gerne einen vegetarischen Burger. Oder was das ist. Oh no. Danke. Scheiße, Digga. 63. Es geht los. Oh nein. Freunde, es geht los, es geht los. Dankeschön. Selbst ich hab grad schon den Geschirr ab. Schauen wir mal, wie dieser Burger schmeckt. Oh no, ich freue mich. Ah, ist das unangenehm. Nani? Wer hat diesen Burger gemacht? Wer hat diesen Burger gemacht? Der schmeckt verdammt gut! Der schmeckt sehr, sehr gut, dankeschön. Bester Burger ever! Oh nein! Lecker, Mann! Oh, Digga, das waren wirklich gerade die längsten 5 Minuten meines Lebens. Mein Gott! Fuck, Leute, es war so unangenehm! Ey, ich bin gestorben beim Zugucken. Diese 5 Sekunden gerade. Die haben alle so geguckt. Ich hab jetzt halt so Angst davor, was ich jetzt einfach machen muss. Alter. Nein, wir haben eine sehr geile Sache für dich überlegt. Okay. Und zwar komplett grün einer Person hinterherlaufen und so tun, als wärst du unsichtbar. Ah, Leute! Sheesh, Alter, geiles Ding. Ich glaube, das wird auch sehr unangenehm. Weil ich bin ja unsichtbar. Du hast einfach die Schuhe. Ja, safe. Man muss ja komplett unsichtbar bleiben. Hä, wo ist Simon? Hä? Wo ist Simon? Ich kann ihn nicht mehr sehen. Schau mal, er läuft jetzt schon. Oh no. Oh nein. Vor allem, er läuft doch so komplett komisch. Er läuft nicht ganz normal. Er zieht so durch. Schau mal, da kommt einfach das rote Haar raus. Was? Echt? Nein, das wird angehalten. Was soll der jetzt raus? Der wird rausgefunden. Oh, Gott sei Dank ist er unsichtbar. Oh, Scheiße. Ich glaube, der hat mich vielleicht auch gesehen. Oh, Scheiße.
Oh, scheiße. Das war echt sehr, sehr unangenehm. Wenn ich ihr wäre, dann würde ich jetzt kommentieren, was die nächsten Aufgaben fürs nächste Mal sein sollten. Vielleicht kommt eure ja dran. Bin gespannt. Okay, ja, läuft ja stabil soweit. Levin, nächste Aufgabe für dich. Da kannst du jetzt richtig deinen Charme spielen lassen. Komm, du bist ja neu in Berlin und so auch. Du wirst dich hier auch connecten, neue Freunde finden und so. Und, was kommt jetzt? Und guck mal, hier hinten, da sitzen so voll viele Gruppen, die einfach so ganz entspannt zusammen chillen. Setz dich einfach dazu, stell dich einfach so random vor. Mhm. Ich bin Levin und fang einfach so ein Gespräch an und sei einfach so voll random. Bleib okay. Einfach drin. Wenn die wollen, dass du gehst, bleib an. Wir bleiben drin, Freunde, let's go! Ja, guck mal, hier sind die zwei, das ist perfekt im Winkel. Die da steht. Oh nein! Oh. Mir wurde gerade auf die Jacke geschissen! Was? Hä? Oha, Oh nein! Aber bringt Glück, Junge! Ey, krank. Da hast du direkt einen Gesprächsthema. Das ist an der Opening Line. Wir werden jetzt hier in dieses Café reingehen und schon mal auf den Kollegen warten. Ja, hier ist perfekt. Es wird so unangenehm jetzt schon. Die Frage ist jetzt, wo setzt er sich hin? Okay, wir gehen rein, Freunde, wir gehen rein. Leute, es wird sehr, sehr cringe. Ich sag's euch jetzt. Jo, er sucht sich sein Opfer aus. Okay, wo geht er hin? Einfach jetzt dahin. Komm, setz dich hin. Es ist halt auch schon sehr cringe, wie er da rumläuft. Oh, jetzt geht's los, es geht los. Hi, ich bin Levin. Hi, Mion. Hi, Levin. Ich kann nicht mehr. Hey, Mion. Nein, ich will mich vorstellen deshalb. Warum? Ich bin neu in Berlin, will ein paar neue Leute kennenlernen. Ja, ich weiß nicht, worum es dir geht. Ich bin Berliner. Irgendwas läuft da mit Sachen. Nein, ich will mich einfach nur vorstellen. Darf ich nicht? Ja, doch, ganz. Hi, Levin. Er hat neue Freunde gefunden, auf jeden Fall. Das macht er heute noch so? Okay, entspannt. Schönen Tag. Ja. Ciao. Oh, sorry. Ja, warte mal, er geht. Der Typ war halt direkt. Was willst du hier? Was machst du hier? Oh, ich bin Berliner. Bei mir gibt's sowas nicht. Was machst du mit deiner Hand so direkt? Und da habe ich versucht, die Situation noch zu retten. So, Alter. Yo, ich bin neu, ich will mich nur vorstellen und so. Ich hab einfach versucht, irgendwie noch, ohne dass er mir auf die Fresse haut, die Situation zu retten. Das sah von uns so richtig positiv aus. Wir dachten sofort so, ja, Levin ist so charmant. Du hast, glaube ich, am besten gegeben. Aber hast du auch von deiner Vogelscheiße geredet? Rick, du bist mal wieder dran. Nein! Wenn ich einfach durch. Du wäre, ja. Du hast doch schon mal sowas Ähnliches gemacht mit dem Eis irgendwie auf den Kopf klatschen. Nein, hör auf! Wir finden jetzt irgendwo einen Spot, wo du eine Zuckerwatte kaufen kannst. Aber anstatt, dass du die irgendwie nimmst an den Stab, ziehst du einfach nur die Zuckerwatte oben davon ab und setzt sie auf den Kopf und fragst den, ob dir die Mütze steht. Nein! Okay. Wir machen das Ganze jetzt. Wenn wir die 20.000 Likes knacken, dann machen wir das Ganze mit dem Flyhouse auch nochmal. Bro, du hast auch Vogelscheiße hier. Hey, was? Ja! Hä? Nein! Aber wir haben einfach ein Partnership einfach jetzt so. Yeah. Ich wurde noch nie davor von einem Vogel angeschissen und dachte, das wird auch nie passieren. Aber geil, vielleicht bringst du Glück. Boah, Junge, das ist eine intensive Zuckerwatte. Dankeschön. Wie viel kostet das? Hier haben Sie 4. Dankeschön. Finden Sie, mir steht die Mütze? Ist gut? Sieht doch gut aus, oder? Okay. Ich hab mir jetzt nur eingedrückt. Oha. Hey, geil. Alter. Ey, das ist sowas von des Geistes, Süßigkeiten, etwas. Junge, wild. Ganz wild. An diesem Punkt würde ich sagen, habe ich die nächste Aufgabe für unseren Simon Will. Oh, damn. Und zwar gehst du in einen Café rein. Aha. Bestellst dir einen Kaffee? Trinkst ihn einfach easy aus, legst einfach so 2-3 rote Haare rein, gehst dann hin und gibst sie zurück und sagst, ich will mein Geld zurückhaben, weil da waren Haare drin. Aber man sieht dann, das ist deine Wand. Boah, okay, das ist. Werde nicht richtig hart. Du hast ja noch Zucker. Ist geil, oder? Ja. Alles klar. Zwischendrin ganz kurz Kommentar-Shoutouts an Janis, Manu und Anna. Danke fürs Kommentar. Boah, wirklich, Alter, dieses Video tötet mich wirklich von innen. Ich denke mir die ganze Zeit so, oh, boah, Junge, was machen wir, Alter? Und vor allem, die ganze Zeit haben wir beide einfach Vogelscheiße auf der Simon steht jetzt schon an. Die Schlange ist lang, aber hoffentlich macht er einen guten Eindruck. Dankeschön. Damit er danach auch schön sein Geld zurückbekommt. Okay. Also jetzt trinke ich sie quasi erstmal weg, gell? Ja, genau. Okay. Entspannt. Und, schmeckt's? Relativ normal. Ja, dein Ex, Mann. Hey, wir haben keine Zeit, das muss schneller gehen. Okay, das ist gut. Boah, ich glaube, das wird wirklich einen miesen Brain Freeze geben, tatsächlich. Junge. Und Koffein. Danach hast du die wahre Power! Ja! Jetzt perfekt. Hast du Gehirnfrost? Übel. Warte, der Trick. Echt ein Trick, hä? Was? Daumen an den Gaumen pressen, Koffein instant weg, wenn man eine Gehirnfreeze hat, weil die Wärme vom Finger dann direkt ins Gehirn geht. Krass! Okay. Stimmt doch nicht, oder? Ich schreib's mal in die Kommentare. Stimmt doch nicht. Boah. Ich auch noch nie gehört. So.
Jetzt zieh ich mir halt einfach 3 Haare raus und leg die da so rein. Junge, es ist so dumm. Boah, Digga, er hat echt viele rausgezogen. Die Haare, okay. Das ist so richtig dumm. Boah, Junge. Entschuldigung? Ja. Kleines Problem. Ich habe Haare in dem Drink. Oh, wirklich? Ja, also sehen Sie mal. Sehen Sie das? So unangenehm. Habe ich mir gedacht, also die sind ja, also so, die sind sogar rot und so. Also, kann eigentlich nicht sein. So unangenehm. Kann man da was machen? Ja, komm. Nein, er hat wirklich einen bekommen. Jetzt neu? Das meinst du, oder? Ja, gerne. Okay. Zweimal einfach. Ich kann nicht mehr, die eine Verkäuferin hat's gecheckt. Okay, soll ich einfach nochmal dahin gehen zu zahlen dann? Quatsch. Ach doch, doch. Er sagt, es geht aufs Haus. Sogar zwei. Dankeschön. Er hat sogar zwei bekommen. Ich hoffe einfach, boah, ey, ich gehe jetzt noch bezahlen, Alter. Der war halt so direkt, so richtig korrekt. Der so, oh, okay. Ja, dann mach mir 9 und so. Ey, wirklich. An der Stelle, dicke Shoutouts an Starbucks, wirklich. Ja, voll. Richtig gut, Digga. Ich bin im Erdboden versunken, wirklich. Und also so, sowas sich zu erschleichen, wäre wirklich Turbo Asozial. Deswegen, ich gehe nochmal bezahlen. Ja, okay. So, lasst euch schmecken, Alter. Und ich habe jetzt auch komplett die Koffein gekriegt. Danke auf jeden Fall für den Kaffee, Bro. Checkt auf jeden Fall noch im wahrsten Sinne des Wortes unsere beschissenen Gäste ab. Die sind unten verlinkt. Hier ist noch das letzte Video. Ciao.